I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hear the bell ring, ding dong. Got a snake bitch with a pink string on. Ja, hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung und guten Morgen. Da wir gestern etwas zu betrunken waren, um den Rest noch fertig zu pressen, machen wir jetzt noch den Rest, zumindest die eine Bahn. Und da müssen wir mal gucken, wie es heute weitergeht. Eigentlich wollte ich euch noch was zeigen, vielleicht kann ich das gleich in dem Atemzug machen. Denn wir sind fertig und zwar mit unserem nächsten Projekt, der DDR-Heckschieber. Ist ja für euch erschienen, deswegen hier auch anbei die kleine Mod-Vorstellung. Naja, viel ist ja nicht mehr. Aber mal kurz noch die Ballen pressen hier. Ja, von drinnen ist die Presse nicht ganz so laut. Ja, wie gesagt, ist gestern ein bisschen später geworden. So. Ja, frei. Könnte man auch gleich nochmal rausschubsen, alles, was noch drin ist. Schmeiß weg den Lyris. So. Hinten steht der Fahrmodus. Da habe ich noch den Heckschieber schon dran. Das. Und dann können wir euch den gleich mal zeigen. Ja, die schnellen Gummistiefel an hier. So. Drunter liegt auch noch schön, ne? Ich frage mich, wie die mal da runterkommen. Weg. So. Ja, was gibt's da viel zu erklären? Gibt's einmal mit Dreipunktkupplung und einmal als Anhänger. Und was man damit macht, sollte irgendwie fast jedem klar sein. Ist ein Heckschieber. Man kann Stroh, Gras, Silage und eigentlich fast alles, was so lose irgendwo rumliegen kann, kann man damit sich zurechtschieben, wenn es mal ein bisschen unordentlich ist. Ich nutze den bei mir meistens auf dem Hof, wenn ich den Hänger voller Stroh vor der Scheune auskippe. Macht sich irgendwie meiner Meinung nach am besten. Und da kann man schon schön was zurechtschieben. Wie gesagt, einzelnes Stroh geht und sieht auch wunderschön aus, wenn man es dann in großen Flächen aufschiebt. Eigentlich ist er dafür gedacht, Ballen zusammenzuschieben. Und das macht er, wie gesagt, auch. Ist ein ganz normaler Heckschieber, braucht man nicht viel zu erklären. Schon eine spaßige Geschichte, wenn man damit umgehen kann und ein bisschen rückwärts fahren kann. Oder, wie gesagt, man macht den Kuppel an die Dreipunktaufhängung ran, einwandfrei. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Shop an. Das Gerät findet ihr unter Schiebeschilder. DDR-Heckschieber, wie gesagt, einmal mit 3 Punkt für 3000 Öcken und einmal als Anhänger für 3100 Öcken. Gönnt euch das. Ihr findet uns dann auf Osttechnikfreunde LS19 auf Facebook. Seite, Gruppe, alles vorhanden. Kommt vorbei, schaut vorbei. Ich bin erstmal wieder raus. Euer Hellraiser.